Hey ihr Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute werden wir mal zusammen ein bisschen zeichnen. Ich habe nämlich letztens auf Instagram ein Bild gestellt und gefragt, ob ihr sehen wollt, wie ich das zeichne. Also sozusagen ein Draw With Me Video. Und ganz viele von euch wollten das unbedingt sehen, deswegen mache ich das heute mal. Es handelt sich um diese Zeichnung hier. Ich versuche es mal ein bisschen so zu halten, dass es nicht spiegelt. Und das zeichnen wir heute zusammen. Ich werde zwischendurch versuchen, ein bisschen was zu erklären. Allerdings ist das kein richtiges Zeichentutorial, wo ich jetzt ganz genau alles im Detail zeige. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das natürlich auch noch für euch. Und ja, ohne jetzt noch weiter vorher rumzulabern, fangen wir einfach mal an. Bei Porträts zeichne ich eigentlich immer zuerst so ein Hilfskreuz in die Mitte, damit ich ungefähr weiß, wie weit die Augen voneinander entfernt sein müssen und damit ich die ungefähr gleich groß hinbekomme. Und ich zeichne immer zuerst den Inhalt des Gesichtes, also Augen, Nase, Mund und Augenbrauen, bevor ich halt die Gesichtszüge, also den Kopf an sich rundherum male, weil sonst irgendwie immer das Gesicht zu klein wird für den Kopf. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen male ich das immer dann erst zum Schluss rundherum, die Wangenknochen und sowas. Und ja, ihr seht, ich probiere hier immer ein bisschen rum, wenn mir die Proportionen nicht gefallen, radiere ich auch oft noch was weg. Ich habe ziemlich lange nicht mehr gezeichnet und deswegen ja, hat mir halt immer mal was nicht gefallen und ich bin eigentlich auch ein bisschen aus der Übung raus, auch wenn ihr jetzt das vielleicht nicht unbedingt sehen werdet, aber ja, ich bin da halt perfektionistisch und dann habe ich halt erstmal so ja, noch die groben Linien rundherum gemalt von den Haaren und sozusagen halt meine Skizze vervollständigt. Dann habe ich das alles ein bisschen wegradiert, sodass man das nur noch ganz, ganz leicht sieht, also die Bleistiftskizze, und habe dann angefangen mit den Augen. Ich fange eigentlich immer mit den Augen an, weil mir das am meisten Spaß macht und ich finde halt, wenn man die Augen verkackt, dann ist das ganze Bild halt irgendwie ja, blöd und deswegen male ich immer zuerst die Augen, sodass ich halt sehe, okay, wenn ich jetzt die Augen verkackt habe, dann brauche ich gar nicht weitermachen, so ungefähr, aber diesmal hat alles funktioniert. Wie gesagt, falls ihr da irgendwie noch ein Tutorial dazu sehen wollt, sei es jetzt Augen, wie man Lippen zeichnet oder wie man Haare zeichnet, dann schreibt mir das gerne in die Infobox, dann kann ich das für euch machen. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch da jetzt auch zeichnen und mal begeistert sind. Auf jeden Fall verwende ich hier Graphitstifte und die kann man wunderbar mit Wattestäbchen oder dem Finger verblenden, sodass die Fläche halt ein bisschen weicher aussieht und eben nicht so rau, wie sonst eine Bleistiftzeichnung eben aussieht. Und das Ganze habe ich halt hier auch bei den Augen so angewandt. Bin immer wieder drüber gegangen, sodass man halt Schatten erzeugen kann in der Lidfalte. Und bin dann immer wieder mit dem Wattestäbchen drüber gegangen. Bei Graphitstiften müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr da jetzt nicht irgendwie eure Hand drüber legt und dann die Hand mit dem Graphit da dran irgendwo anders auf das Bild legt, weil sonst werden da halt Flecken. Das Problem hatte ich dann später auch noch gehabt, da müsst ihr einfach irgendwie was drunter legen. Ja, aber ich finde, mit den Stiften kann man echt super gut arbeiten. Da braucht ihr halt auch echt nicht großartig viel Geld auszugeben. Also so ein Set kostet halt auch echt nicht viel und Wattestäbchen hat man immer zu Hause. Ja genau, hier habe ich jetzt erstmal noch an den Augen gearbeitet, bis mir das dann alles soweit gefallen hat und dann habe ich alles so ein bisschen verblendet mit diesem Wattestäbchen und bin dann schließlich mit einem ziemlich weichen Stift rangegangen und habe die Wimpern eingezeichnet, nachdem ich dann komplett mit dem Lid fertig war, mit dem Ober- und Unterlid, weil sonst, wenn ihr dann wieder rumsmatschen würdet, würdet ihr ja auch die Wimpern verblenden. Ja. Und dann habe ich mich an die Nase gemacht und ich sehe gerade, von der Proportion her ist die eindeutig ein bisschen zu lang und ein bisschen zu dünn unten. Aber wie gesagt, ich habe eine Weile nicht gezeichnet, deswegen verzeiht es mir. Dann habe ich auch nochmal die Lippen geändert, weil mir das irgendwie nicht gefallen hat. Ich weiß auch nicht. Und halt angefangen, die Nase zu zeichnen. Und ich muss sagen, wenn man halt eine Weile nicht gezeichnet hat, dann macht das auf einmal wieder richtig viel Spaß zu zeichnen. Das ist irgendwie wie Make-up so auf der Nase, also wie Nase konturieren, nur halt auf einem Blatt und irgendwie, ja. Ich muss echt öfter zeichnen, ich weiß auch nicht, warum ich das so vernachlässige, obwohl ich jetzt eigentlich Zeit habe, also. Dann habe ich mit der Stirn weitergemacht, da habe ich halt auch erstmal die Schatten wieder eingezeichnet und bin dann immer heller geworden in die Mitte rein sozusagen und habe das Ganze dann mit einem Wattestäbchen, aber später auch mit so einem Wattepad verblendet, also die großen Flächen kann man dann echt mit einem Wattepad auch verblenden, beziehungsweise geht auch der Finger sehr gut, aber ihr müsst dann halt wirklich aufpassen, dass ihr den Finger halt dann nicht irgendwo anders auf das Blatt legt, wie gesagt. Ich habe jetzt angefangen, die Augenbrauen zu zeichnen, indem ich die erstmal ausgefüllt habe mit einem Bleistift und dann bin ich mit einem sehr weichen Graphitstift rangegangen und habe einfach die einzelnen Härchen eingezeichnet, sodass das wirklich schön realistisch aussieht. Und hier seht ihr jetzt schon, habe ich mir da so ein Blatt unter den Handballen gelegt, sodass ich da nicht irgendwas verschmiere, was ich da schon gezeichnet habe. Und dann ging das Ganze eigentlich wieder so weiter mit der Schattierung. Da habe ich erstmal die Wangenknochen so eingezeichnet und dann am Kinn ein bisschen was schattiert. Also hier habe ich euch dann ein bisschen vorgespult, beziehungsweise ist, glaube ich, auch irgendwann zwischendurch meine Kamera ausgegangen, leider, weil ich halt schon wirklich so lange da dran gesessen habe. Also auch wenn das Video nur ein bisschen länger als 7 Minuten ging, habe ich, glaube ich, an der ganzen Zeichnung 2,5 Stunden oder so gesessen. Also man sitzt da schon eine ganze Weile dran.
Und ja, hier bin ich mit so einem Radiergummi nochmal rangegangen. Das ist so einer, den man irgendwie kneten kann. Den kann man einfach auf Stellen drücken, damit die ein bisschen heller werden. Und sozusagen habe ich dann damit Highlights hinzugefügt an den Wangen und am Kinn. Und jetzt bin ich auch schon zu den Lippen übergegangen. Ja, dazu kann ich wie gesagt auch mal ein Tutorial machen, wenn ihr das wollt. Aber so schwer ist das eigentlich gar nicht. Also man schattiert die erst, zeichnet dann wie so eine Art Streben rein. Also diese Lippenfalten sozusagen. Und dann schattiert man nochmal. Und dann bin ich halt nochmal mit dem Radiergummi rangegangen, sodass man so ein paar kleine Highlights dann bekommt. Ja, und dann habe ich erstmal alles so ein bisschen so verblendet, bis es mir einigermaßen gefallen hat von der Haut her und bin dann zu den Haaren übergegangen. Haare zeichnen ist auch so das, was mir mit am meisten Spaß macht. Ich liebe es einfach, diese Glanzreflexe da hinzuzufügen, besonders bei lockigen Haaren. Ich mag das irgendwie total gerne. Ja, und hier seht ihr ja so ein bisschen, wie ich das gemacht habe. Also einfach, ihr müsst da einfach zwischendurch immer mal so ein paar Stellen weiß lassen, sodass dort quasi dann das Licht hinfällt. Und dann bin ich immer an den Ansatz gegangen und bin dort mit einem weicheren, also mit einem dunkleren Graphitstift rangegangen und habe sozusagen dunklere Akzente hinzugefügt, sodass die Haare auch so realistisch wie möglich aussehen. Lockige Haare sind ein bisschen schwierig zu zeichnen für Anfänger, also falls ihr jetzt Haarzeichen-Neulinge seid sozusagen, versucht euch lieber erstmal an glatten Haaren, das ist einfacher, weil man da halt einfach nicht so viel umdenken muss, wo fällt jetzt das Licht hin und wo nicht. Ja, ich habe euch jetzt auch nur die eine Seite der Haare gefilmt, weil das auf der anderen Seite eigentlich quasi fast genauso war. Und ja, hier ist jetzt das fertige Endergebnis. Ich habe euch nochmal ein bisschen das näher rangeholt und bin ein bisschen drüber geschwenkt mit der Kamera, sodass ihr das nochmal von nahem sehen könnt. Und ja, das war's. So, das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr mehr solcher Videos sehen wollt, wo ich irgendwie zeichne, male, irgendwas in der Art mache, dann schreibt das gerne in die Kommentare bzw. gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ja, ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!